Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich endlich nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder ein Unpacking für euch. Ich habe wieder bei Avel bestellt und ich freue mich wahnsinnig, euch wieder ein Unpacking zu machen. Es ist das erste Unpacking aus diesem Jahr und ich glaube, ich habe das irgendwann auf jeden Fall Mitte des Monats bestellt und es liegt richtig lange bei mir zu Hause. Also bei meinem alten Zuhause rum. Und ja, mein Freund und ich haben das gestern abgeholt und ich kann jetzt ein Video drehen, weil ich hatte heute nicht so lange arbeiten. Ich musste heute nicht so lange arbeiten, deswegen kann ich euch das jetzt zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal. Und das Paket ist sogar recht schwer und irgendwie frage ich mich, warum die... Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Bücher bestellt. Müssten 6 oder 7 gewesen sein. Ich kann euch die Preise ja mal einblenden hier irgendwo. Und ja, das habe ich noch nie gemacht. Das mache ich mal. Oder mache ich auch mal. Das Paket wiegt 4 Kilo und 370 Gramm. Und es ist einfach kein richtiges Paket, sondern so, ja, wie soll man sagen, so eingeschlagen irgendwie. Ja, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, das ist das Paket. Und das machen wir jetzt zusammen auf. Ich habe mein wunderschönes Cuttermesser von meiner Arbeit dabei. Und ich bin so gespannt. Ich habe schon so lange kein kein Unpacking mehr gedreht. Schon lange kein Paket mehr aufgemacht. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Bücher. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ich könnte, glaube ich, auch gleich schon wieder bei Avel bestellen, aber das lasse ich immer. Und ja, irgendwie fällt es hier schon halb auseinander. Oha, das ist ja klein. Das hätte ich mir nicht so klein vorgestellt. Ja, da gab es nämlich auch ein Geschenk bei. Und oha, das ist ja cool. Ich dachte, das hätte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Ja, und zwar so ein Kalender. Ich bräuchte immer so ein kleines Büchlein und ja, dann kann ich mir halt ausschreiben, vielleicht was ich für Videos drehe, was ich für Blogbeiträge mache. Und ja, den gab es halt für umsonst dabei und den werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie demnächst benutzen. Hoffentlich. Ich bin ja eigentlich nicht so der Kalendertyp-Eintrager. Dann ist hier ein Buch und wow, das ist einfach mega dünn und ich dachte, das wäre viel dick. Und ich dachte, das wäre ein Hardcover. Und hier klebt irgendwas Ekliges drauf. Irgendwelche Stickerreste, die ich hier irgendwie... Ja. Aber man kann sie entfernen, das ist gut. Ja, aber ich drehe euch das Video nicht zum Stickerreste entfernen, deswegen zeige ich euch jetzt das Buch. Und okay, es hat auch nur 100 Seiten. Ich meine, es ist eine Kurzgeschichte, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen... Naja, und zwar von Erin Hunter, Vera Cats Short Adventure, Wolkensterns Reise. Hier unten ist noch so ein, der Einstieg in die Welt der Vera Cats, ein 5-Euro-Ding. Kann man das abknibbeln? Ja, das kann ich auch abknibbeln. Jedenfalls dachte ich, dass das sehr viel dicker sein würde und ein Hardcover wäre. Also das, ja, da habe ich mich dann wohl irgendwie ein bisschen vertan. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, das zu lesen. Ich weiß gar nicht, wann man das lesen kann. Ich glaube, ab nach der ersten Staffel, denke ich mal. Dann habe ich, ich lege das Papier zur Seite, irgendwie stört mich das gerade auf meinem Schoß. Dann habe ich euch letztens in meinem, ja, aussortierten Bücher, Unhaul, ich kam da jetzt gerade nicht drauf, gezeigt, dass ich ein paar Bücher aussortiert habe, weil ich einfach die Ausgabe nicht haben wollte, sondern gerne eine andere hätte. Und ja, eine Reihe habe ich damit jetzt schon mal angefangen und ich habe die Reihe jetzt auch vervollständigt. Das ist also mal wieder ein ziemliches, obwohl eigentlich ist es kein rein Vervollständigungskaufpaket. Nur die beiden. Ich weiß jetzt auch gar nicht gerade, wo die anderen stehen. Oh. Ups, ja, da fällt mir doch schon wieder auf, dass ich ein Buch jetzt doppelt gekauft habe. Naja, ist ja auch egal. Das ist immer wieder so typisch ich. Und zwar habe ich mir gekauft von Laurie Handeland Asche, die Phönix-Chroniken ist der erste. Und Fluch ist, glaube ich, der
vierte. Und, ja genau, ist der vierte. Und ja, Fluch habe ich schon. Ich weiß auch nicht, wieso ich dachte, dass ich das noch nicht hätte. Na ja, okay. Das ist jetzt wieder typisch ich. Dann haben wir hier noch irgendwie so ein Glücksdingsbums drin. Also ein Heftchen. Verzeiht mir, wenn ich irgendwie komisch rede. Irgendwie kann ich heute nicht so gut reden. Ja. Aber ich habe Lust, ein Video zu drehen, deswegen drehe ich ein Video und ihr müsst mich euch mein Rumgestammel anhören. Ja, genau. Ich werde mal gucken, was ich mit dem vierten Teil mache, weil ja, doppelt haben ist ja irgendwie blöd. Ach gut, jetzt. Das nächste Buch ist ein Buch, da hat meine Freundin sehr drüber geschwärmt. Ich glaube, sie hat eine Leserunde auf Lovelybooks gewonnen und hat ja, das Buch ziemlich gelobt. Deswegen habe ich mir das jetzt auch zugelegt und oh, das hat ja sogar ein Lesebändchen. Das wusste ich ja gar nicht. Was ist denn das da drauf? Das sieht eklig aus. Ach, das ist ein Schutzumschlag? Nein. Aber es ist etwas ramponiert oben. Naja, was heißt etwas? Es ist eigentlich nicht ramponiert. Ja, und zwar, ich sollte auch mal in die Kamera schauen, tut mir leid. Ja, hat sie das sehr gelobt. Und zwar Das Geheimnis von Wickwood von Hannah Dietz. Da gab es eine Leserunde auf Lovely Books zu. Ich habe auch mich beworben natürlich, habe aber leider nicht gewonnen. Ach, die Bücher riechen immer noch gut. Ich muss immer einmal in die Bücher reinschnüffeln. Aber ja, ihr kennt das sicherlich. Ja, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, weil es hörte sich auf jeden Fall nach einem Buch an, was mir auf jeden Fall gefallen könnte. Und ja, ich freue mich darauf, das zu lesen. Kommt mir das nur so vor, das ist irgendwie ein komisches Hardcover-Format. Nee, das ist eigentlich so groß wie die andere. Ein bisschen kleiner vielleicht. Jedenfalls freue ich mich da auch sehr drauf schon. Ich habe doch echt wieder so komische Sprachen hier. So. Dann haben wir drei Bücher, die jetzt kommen. Ich war einfach so begeistert, dass es die bei Avell gab. Und ja, die drei Bücher waren eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich bei Avell bestellt habe. Und ach, ich freue mich einfach so wahnsinnig, dass sie diese Bücher da haben. Und ich bin einfach so ausgerastet, als ich das gesehen habe. Und ja, ich zeige euch die Bücher jetzt. Und zwar als erstes, da hat meine Freundin auch sehr drüber geschwärmt. Und es sieht auch mal wieder, muss ich ja immer sagen, bei Avell super, super richtig, also wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und zwar einmal von Claudia Pietschmann, Good Dreams, wir kaufen deine Träume. Ja, da hat sie auch sehr drüber geschwärmt. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich hatte es damals, glaube ich, auch als Rezensionsexemplar angefragt. Ja, jetzt habe ich es auch. Ich freue mich riesig auf dieses Buch. Und mir fällt gerade auf, dass ich 1, 2, 3... Ich habe 3 Bücher vom Arena Verlag gekauft. Das war mir gar nicht so bewusst. Jedenfalls, ja, habe ich das jetzt auch. Und wenn wir jetzt schon mal gerade beim Arena Verlag bei sind, dann mache ich auch mit den nächsten noch vom Arena Verlag weiter. Und oh mein Gott, das Cover ist ja der Hammer. Das ist ja mega cool. Ich glaube, das war das Buch, was mich am Anfang erst nicht so ganz interessiert hatte. Dann fand ich es aber doch richtig, richtig cool. Und irgendwie ist hier was Komisches. Dem muss ich auf den Grund gehen. Ih, was ist das denn? Irgendwelche Kleberüberreste sind da meinem Buch drin. Ja, und zwar von Isabel Abedi, Die längste Nacht. Ich glaube, das hat Jessie auch neulich in die Kamera gehalten. Ja, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat mich das erst gar nicht so angesprochen. Aber ich weiß auch gar nicht, woher jetzt mein Sinneswandel kam. Ich glaube, ich habe auf dem Booktuber-Treffen in Hannover so einige Sätze aufgeschnappt, die dieses Buch gut fanden. Und ja, ich habe es mir dann auch bestellt und das Cover ist ja wohl einfach mal mega. Dieses Gesicht, Rosengesicht, wie man es ausdrücken soll, schimmert so unten drunter durch. Und ich muss jetzt einfach meinen Schutzumschlag abmachen. Und ja, es ist einfach ein gelbes Buch mit schwarzen Punkten drauf. Aber mit dieser Wirkung, mit dem Cover davor, komm her Cover, ist es einfach mega cool. Und ich liebe ja solche Ideen, wenn ja,
der Schutzumschlag sich sozusagen mit dem Cover verbindet. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube ich doch zumindestens. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch aus diesem Paket und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Und irgendwie hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das auch bestellt hatte. Ich wollte mir es in Hannover nämlich schon kaufen, habe es dann aber Gott sei Dank doch nicht gemacht. Und zwar von, oh Gott, der Name schon wieder, Emma Trevain, Songs of Revolution. Ja, da habe ich auch wahnsinnig Lust drauf, das zu lesen. Ich glaube, das hatte letztens auch irgendjemand, ich glaube, da hatte letztens auch irgendjemand drüber geschwärmt. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Und jetzt muss ich euch etwas zeigen. Das ist ja mal irgendwie mega... Habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wenn der Klappen... Also, wie kann ich es euch am besten zeigen, dass ihr das seht? Man sieht es nicht. Der Klappen, der Buchdeckel geht nicht ganz, also der ist genau da, wo die Seiten auch anfangen. Und es ist so, als wenn das so ein bisschen, ja, als wenn der Buchdeckel, ich sage mal, zu kurz wäre. Ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll. Ich glaube, man sieht das einfach nicht. Jedenfalls, normalerweise steht das ja wie hier so ein bisschen über und hier ist das einfach nicht. Das fühlte sich gerade sehr komisch an. Also, ja, es fühlte sich komisch an. da freue ich mich auch schon drauf, weil ich glaube, das ist ein Einzelband und im Moment erscheinen ja auch viele Bücher, die eine Dialogie werden. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Einzelband, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht wisst ihr das ja. Ja, da ist sogar das Lesebändchen noch eingeschlungen. Und das sieht auch einfach richtig, richtig gut aus. Ich liebe Avel einfach. Ich könnte die ganze Zeit nur bei Avel bestellen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Steht hier auf diesem Zettel ja nicht mehr drauf. Und in dem Buch geht es um Musik und ich höre im Moment einfach wahnsinnig gerne Musik. Deswegen habe ich auch mehr Lust, das zu lesen. Und ich liebe ja solche Bücher mit so galaktischem Hintergrund, kann man es so nennen. Ich denke schon. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt habe ich jetzt 6 neue Bücher aus diesem Paket gefördert. Also mit dem Buch, was ich jetzt doppelt gekauft habe, sind es 7. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich jetzt wieder neue Bücher habe. Ich glaube, diesen Monat habe ich doch schon wieder einiges Neues. Und ja, das war es jetzt erstmal mit dem Unpacking. Habt ihr schon eins der Bücher gelesen? Und wenn ja, wie habt ihr sie gefunden? Also wie fandet ihr sie? Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ciao!